die Triebe des Menschen wurden in den Menschen eingepflanzt für zwei Gründe. Und das ist eine wichtige Sache, dass du verstehst, wofür etwas besteht, damit du es auch nur für die in diesem Rahmen verwendest. Er sagt Nummer eins, damit, wie gesagt, die Menschheit sich fortpflanzt und bestehen bleibt. Und die zweite Sache ist, damit er einen Vorgeschmack, einen leichten Vorgeschmack der Genüsse der Akhira bekommt. Das sind die zwei Gründe, warum Allah Ta'ala diese Triebe geschaffen hat. Denn wer etwas nicht gekostet hat, der kann sich danach nicht sehnen, oder? Er würde sich danach nicht sehen, er wird sehnen, er wird es ja nicht begehren. Und das ist eines der Gründe. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith: Ma taraktu fil nasi ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Ich habe nach mir, also nach meinem Abscheiden, keine Fitna, keine schwerwiegendere Fitna oder schlimmere Fitna hinterlassen als die Frauen für den Mann. Und daher sagte auch einer der Salihun, er sagte, würde mir jemand das Baytul Mal der Muslime anvertrauen, das Baytul Mal, das heißt Finanzamt, ne, die Kasse der Muslime, die Staatskasse, würde man mir diese anvertrauen, würde ich mit großer Zuversicht sagen, ich würde treu bleiben. Ich würde das treu, mit Treue diese Kasse annehmen, auch verwalten. Er sagt, würde man mich aber einer Frau anvertrauen für eine Stunde, dann könnte ich das nicht mit dieser Zuversicht sagen. Das heißt, das ist deswegen die Aussage des Propheten, dass dies eine schwerwiegende Fitna ist. Und daher, und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies wusste, sagte er: La yakhluwanna rajulun bimra'atin, fa inna thalithahuma ash-shaytan. Ein Mann soll nicht mit einer Frau in der Khalwa sein. Die Khalwa ist, dass sie alleine sind, in einem geschlossenen Raum, alleine sind, dass kein Dritter dort ist. Denn ihr Dritter ist der Shaytan. Der Dritte ist der Shaytan. Wenn aber eine Frau nicht alleine ist mit einem Mann, beispielsweise da ist eine Frau und in ihrer Anwesenheit sind drei, zwei Männer, ist das verboten? Also natürlich, wenn es einen gewissen Sinn gibt, einen Grund gibt, ist nicht verboten. Im Hadith, der bei Muslimen überliefert wird, ich glaube von Abu Bakr radiallahu anhu, er sagt, einige Männer der Banu Hashim traten bei Asma bint Umays ein, die Frau von Abu Bakr. Und Abu Bakr trat infolgedessen auch ein dort und er sah das und es gefiel ihm nicht. Also dass er gesehen hat, dass die Männer dort sind. Banu Hashim. Sie hatten eine gewisse, also keine nahe Verwandtschaft mit ihnen, aber es bestand eine gewisse Beziehung. Aber es hat ihm nicht gefallen, dass sie in seiner Abwesenheit dort waren. Und er ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und erzählte ihm davon. Und er sagte: Lam ara illa khayran. Ich habe von ihnen nur Gutes gesehen. Also sowohl von Asma mit Umays ist nichts Schlechtes bekannt, nichts, wo man gerübeln müsste. Und ebenfalls diese Männer der Banu Hashim. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand auf seinem Minbar auf. Er stellte sich auf seine Minbar, lob Allah und sagte: La yadkhulanna rajulun ba'da yawmi hadha ala mughiba illa wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Nach meinem heutigen Tag soll kein Mann mehr bei einer Mughiba eintreten. Was ist ein Mughiba? Mughiba, eine Frau, deren Ehemann nicht zu Hause ist. Es soll kein Mann mehr bei einer Mughiba eintreten, außer in Begleitung eines weiteren Mannes oder in Begleitung von zwei Männern. Wenn es nötig ist, natürlich. Warum ein weiterer Mann oder weitere zwei Männer? Damit diese, damit die Riba beseitigt wird. Diese Spekulationen.
In unserer heutigen Zeit müssten vielleicht 10 Leute mit reingehen. Reichen vielleicht auch 2 nicht mehr. Kann man auch noch grübeln bei 2 Leuten. Weil die Menschen verdorben sind. Ja.